Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur Station Nummer 17 in dieser Saison. Herzlich willkommen zum großen Preis aus Japan, aus Suzuka. Ja, der nächste Schritt soll heute folgen zur WM, definitiv. Nachdem wir in Russland mit Platz 4 das Podium verpasst haben, aber deutlich verpasst haben. Aber es war tatsächlich auch klar mit den ganzen neuen Einheiten und alles drum und dran. Hoffen wir, dass wir jetzt im Saisonendspurt jetzt den nächsten Schritt Richtung WM-Titel machen. Wir könnten rein theoretisch sogar heute schon den Titel klar machen, da muss aber einiges passieren, ich glaube. Oder? Könnten wir den heute klar machen, zumindest in der Sahara-WM? Wir müssten 15 Punkte mehr holen als der WM-Zweite. Also 15 bis 16 Punkte mehr, dann sollten wir den Titel, hat man den Titel klar, weil dann sind nämlich noch 100 Punkte zu holen. Moment, was wollen wir jetzt gucken? Also, wir müssen 15 Punkte mehr als Kimi Räikkönen, wir müssen gewinnen und Räikkönen darf maximal unter die Top 5 oder, ja, darf maximal 5. oder 6. werden, also, ja, 5. dürfte höchstens sein. Idealfall wäre, wenn der 6. wird und wir das Ding gewinnen, ist das Thema gegessen, dann sind wir Weltmeister, zumindest in der Fahrer-WM, der Konstrukteurs-WM, das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Dieser 4. Platz war nur ein riesen Rückschlag, nachdem er bei Ferrari das Ding ja mit dem Doppelsieg gewonnen hat. Da wird es nochmal ein richtig hartes Stück Arbeit, da haben wir aktuellen Rückstand von 19 Punkten, da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Zahn zulegen, um hier Weltmeister zu werden, definitiv. Ja, vielleicht heute, wie gesagt, schon den ersten Titel. Da schauen wir mal. Wir gehen mal rein ins erste Freitraining. Ne, können wir nicht ins erste Freitraining. Sondern wir gucken erstmal auf das Wetter. Ein Regenrennen. Ja, das wird ein lustiges Rennchen. Gut, erste Freitraining. Auf geht's. Heute an diesem Freitag. Ja, schauen wir mal, ob wir hier wirklich den Schritt machen können. Aber ja. Hallo und willkommen auf einer Formel-1-Strecke, die ohne Übertreibung zu den absoluten Klassikern dieses Sports gezählt werden kann. Hier in Suzuka machen wir uns gerade für das freie Training bereit. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel-1-Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter. Und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit 2 Scheitelpunkten. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. Ja, so ist es. So, genau, Wetterbericht muss ich gucken. Wie gesagt, Rennen wissen wir, dass es regnen wird. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken. Das Qualifikationstraining ist trocken, aber im Rennen wird es auf jeden Fall nochmal nass werden. Also müssen wir auf jeden Fall Zahn zulegen. So, gucken wir mal, was die Reifen für dieses Wochenende sind. Auf jeden Fall Medium, Soft und Super Soft. Das sind die Reifen fürs Rennwochenende. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Okay. Ja, gehen wir mal rein in die Autoeinstellung. Wir gucken uns mal wegen einem Setup. Wir müssen nämlich das Japan-Setup wieder auswählen. Vielleicht, wie gesagt, mit einem WM-Sieg in der Tasche. Das war die letzten 4 Rennen relativ entspannt eingehen können. So, genau. Ja. Japan ausgewählt. Auf geht's ins freie Training. Als erstes in den ersten Teil mit dem Red Bull. Apropos Red Bull, eine kleine Anmerkung von mir. Ich habe mich aus der Samstagsliga, also aus der aktuell laufenden Samstagsliga zurückgezogen. Lag ein bisschen an Differenzen mit ein paar Leuten dort, will ich aber nicht näher kommentieren. Nehmen wir es einfach mal so hin. Wir haben eine neue Samstagsliga gegründet. Wir haben mittlerweile schon 16 Leute besetzt. Also, falls ihr euch denkt, ey, die Formel 1 ist cool, ich will mal unbedingt mit dir fahren und alles drum und dran. Ja, ich weiß. Gerne, meldet euch. Wir haben aktuell, wie gesagt, noch 4 Stammplätze frei. Ein Mercedes, ein Haas, ein Sauber und ein Racing Point. Beziehungsweise, ja, ist es noch Force India. Das sind auch die freien Autos momentan. Also, falls ihr, wie gesagt, Bock habt, meldet euch. Und dabei ist es auch scheißegal,
ob ihr wirklich starke Fahrer seid oder eher schlecht gesagt. Ja, ich bin gerade erst angefangen. Ich bin ja ein bisschen was schlechter und alles um und dran. Spielt absolut null Rolle. Hauptsache, ihr seid fair. Sowohl auf der Strecke, also beim Überholen oder beim Kämpfen und alles drum und dran. Also wir wollen jetzt keine Quetschkiddies haben. Ihr seid mindestens 16 Jahre alt und habt ja im Idealfall ein bisschen Erfahrung schon in einem Liga-Betrieb. Dann könnt ihr euch, wie gesagt, melden. Meldet euch einfach bei mir auf der Facebook-Seite. Müsst einfach mal gucken, oben im Titelbild ist die Facebook-Seite verlinkt. Dort könnt ihr dann einfach mir schreiben per PN und dann packe ich euch so schnell wie möglich. Im Idealfall schreibt ihr mir dann noch eure Handynummer mit dabei. Dann werde ich euch bei uns in die Gruppe packen. Dann stellt ihr euch vor oder kriegt ihr die Anmeldung, den Anmeldungslink oder beziehungsweise die Anmeldung. Setzt euch dann quasi in einen Cockpit. Eieiei. Und dann ja, seid ihr schon am Samstag dabei. Wir werden einen Random-Rennkalender fahren. Dementsprechend, also der ist gestern ausgewürfelt worden. Im Laufe des Tages kommen noch die Regeln. Also beziehungsweise kommen jetzt wahrscheinlich noch die Regeln. Und die ganzen Lobby-Einstellungen, also wie wir fahren werden, also feststeht, dass wir 100% fahren mit der vollen Qualifikationstraining. Also, Action, Action, Action. Samstag 19 Uhr ist der Start, jedes Mal. Ja, wir wissen auch, jetzt keine neue Liga, weil in einigen Wochen das neue Spiel rauskommt. Auch das ist natürlich klar. Wir werden mal gucken, wie die Resonanz ist auf jeden Fall. Wenn alle natürlich das Spiel haben und alles, dann kann das sein, dass wir auf das F1 2019 dann im Laufe der Saison, im laufenden Liga-Betrieb umsteigen. Ansonsten werden wir noch mit dem F1 2018 fahren, bis halt alle das Spiel haben. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, wie gesagt, Hauptsache ihr seid fair und alles drum und dran, auch von der Strecke, auch was das Verhalten zum Beispiel in den Gruppen betrifft. Also wie gesagt, keine Leute jetzt irgendwie unnötig irgendwie beleidigen oder rumragen und alles drum und dran, das wollen wir auch nicht haben. Haben wir schon zu Genüge gehabt, muss nicht unbedingt sein. Und das Wichtigste ist, ihr seid zuverlässig, also sprich, mit den An- und Abmeldungen. Also es bringt nichts, wenn wir wirklich euch hinterherlaufen und ich fährt so mit und keine Antwort. Und keine Antwort bekommen und alles drum und dran. Sowas haben wir dann auch irgendwie keine Lust drauf und alles drum und dran. Also es ist kein Problem, wenn ihr sagt, ey, ich habe samstags öfters mal ein bisschen was vor. Auch kein Problem, dann meldet ihr euch einfach ab. Und dann ist das auch gut. Das verstehen wir unter Zuverlässigkeit, aber im Idealfall seid ihr immer samstags natürlich da. Oder so oft wie möglich da. Ja, genau, das war mir klar. Muss man die Rückblende gerade einsetzen? Ja, das ist so viel zum Thema dazu. Also, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen, der eher auch meine Videos guckt, mal zwischenzeitlich in der Liga dabei haben werden. Zum Beispiel der Marco ist einer meiner treuesten Abonnenten, der auch regelmäßig meine Livestreams guckt und alles drum und dran und regelmäßig mich anfeuert. Der ist zum Beispiel jetzt mittlerweile dabei. Also wir haben vier Admins mittlerweile, der Thomas, der Herr Brando, also mein neuer alter Teamkollege, Red Bull übrigens werde ich fahren, ja, der Markus und meine Wenigkeit, das sind vier Admins, also wie gesagt, klar, kein Problem, wie gesagt, meldet euch, ich würde mich riesig freuen. So, wir haben die Führung momentan, mit dem, da vorne ich halt auf Medium, also wir wollen natürlich nochmal einen Schritt zulegen. So viel zum Thema dazu. Also wie gesagt, Samstag, 19 Uhr, der Start in Belgien, in Spa-Francorchamps. 19 Uhr, 100% Qualifikation und volles Rennen. Also volle Qualifikation und 100% Rennen. So ist es richtig. Geht mal von ungefähr 2,5 Stunden volle Rennaction sein. Natürlich bei mir auch im Stream dann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auf... Naja. Japan ist natürlich nicht meine Lieblingsstrecke, definitiv nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen Schritt. Wie gesagt, wir brauchen ein Minimum 15 Punkte mehr als Vettel. Also als Räikkönen. Wenn wir Erster werden, Räikkönen auf Platz 6 kommt, haben wir den WM-Titel unter Dach und Fach. Heute, also nicht heute, am Sonntag. So, einmal kurz anbremsen. So, 34.0. Zurück in die Garage.
Also, wie gesagt, wenn ihr Interesse an einer Liga habt, meldet euch einfach bei mir auf der Facebook-Seite. Ich werde euch dann quasi weiterleiten. Schickt ihr mir eure Handynummer am besten. Kein Problem. Das ist halt quasi wichtig, weil wir da wegen euren Anmeldungen und alles drum und dran. Eventuell machen wir so eine extra Gruppe, da werden wir den Chat auch auf. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. 34-0, knapp vor Nico Hülkenberg, gute Sekunde. Momentan würde es reichen. Ich frage, wie gesagt, erstmal Linie gucken wir mal auf Kimi Räikkönen, der muss natürlich im Idealfall sehr viel patzen, aber der wird wahrscheinlich einen ordentlichen Sprung machen. Vettel vorne auf 1, knapp vorne. Wobei ich die Zeit wahrscheinlich packen könnte. Aber das ist jetzt auch egal. So, das wäre ja schon das erste freie Training. Es ging jetzt relativ zügig. Na gut, wir sind noch 4 Runden gefahren. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Räikkönen, Vettel und Richter. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, das sehen wir auch. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Abschnitt. Aber die Medien werden wahrscheinlich keine Option werden fürs Rennen. Es ist sowieso klar, dass wir wahrscheinlich wahrscheinlich mit Inters starten und dann die mal auf die schnelleren Reifen gehen, weil die Mediums werden keine Option sein fürs Rennen. Definitiv nicht. Wahrscheinlich auch die Soft nicht. Die werde ich jetzt gleich mal ausprobieren wollen. Ich wundere, da war das schon wieder jetzt. Der meckert nämlich die Motoren alles drum und dran, weil eigentlich ist der Motor. Ja. Ist der Motor gerade frisch? So. Gut. Dann gehen wir mal wieder rauf auf die Strecke. Dieser Dritte am ersten Renntraining hinter dem beiden Ferrari, was wie gesagt auf jeden Fall nicht reichen würde für die WM. Aber das ist ja heute noch nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich dann am Sonntag. So, auf geht's, liebe Leute. Jetzt mal den Schwung hier mitnehmen. Ja! Da muss er auf jeden Fall, da war die Bremsen noch nicht wirklich auf Temperatur, auf Betriebstemperatur. Schön durch die SS-Line. Eieiei, auch die Soft brauchen definitiv ein, zwei Ründchen, bis die mal irgendwie reibungslos auf Temperatur sind. Und da braucht ein paar Meter. So. Bremsen. Jetzt geht's Richtung 130R. Grosjean 35-0. Die hat der Perez dem auch vorgelegt. Was hat der Perez für Reifen? Der Grosjean ist soft. Okay. Die werden wir auch machen. Fahren. Wir fahren 1,5 Sekunden mal schneller als der Haas. Weil da definitiv noch mehr gehen würde nach dem Austritt in den ersten Versuch. So, da sind wir schon mal was.
Wenn du halbwegs durchkommst, bist du bei 1,5 Sekunden schneller, bist du bei 1,32,0 der ersten Sektor natürlich violett. Ist klar, wenn der grün ist und wir die schnellste Zeit gesetzt haben. So, ich habe auch hier schon Scheißrennen gehabt auf jeden Fall. Damit sind wir sauber mal auf 19 gefahren hier. Ich sag ja, die kommst du so schnell von der Ideallinie weg und dann patscht der Einschlag. Der war unvermeidbar. Ah, Mann. Genau das meine ich. Kleinen Konzentrationsfehler drin gehabt. Den muss ich jetzt gerade mal abstellen. Zeit. Ich hoffe natürlich, dass wir hier schon den Titel zumachen, aber im Idealfall machen wir das bis Ende der Saison. In 32-2. Da habe ich aber noch mal ein bisschen was liegen lassen im letzten Versuch. Das ist klar. Ja, müssen wir jetzt im letzten Sektor. So. Auf den gleichen Reifen sind wir schneller als der Kollege. Raikön muss noch Zeiten setzen. Hamilton und Vettel haben schon ihre Zeiten gesetzt. Hamilton genau 1,6 Sekunden hinter uns. Nico Hülkenberg auf einmal da mit dabei. Ja, ich hoffe, wie gesagt, so viele Autos wie möglich vor Raikön. Wenn der ausscheidet und wir das Ding gewinnen, ist das Thema. Dann reicht es sogar tatsächlich ein zweiter Platz. Also zweiter müssten wir auf jeden Fall werden. Um den. Also wenn er 9. oder 10. wird, würde er sogar Platz 2 reichen. Platz 3 würde noch nicht reichen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Richter, Bottas und Nico Hülkenberg. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Diese Konstellation würde bedeuten, Stand jetzt noch kein zu 1000%iger WM-Titel. Ich weiß nämlich nicht, wie das mit den Siegen ist. Sollten wir... Ja, es ist dieser zweite Platz in Baku. Der tut auch weh. Quasi. Und der vierte Platz in Russland. Sollte das so ausgehen, bräuchte man in den letzten vier Rennen noch ein Pünktchen. Also, wie gesagt, es ist jetzt natürlich alles komplette Rennwochenende. Sind natürlich jetzt Rechnereien. Aber, ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, gewinnen wir das Ding und wird der Sechster, ist das Thema schon gegessen. So, das war das zweite freie Training. Wir gehen jetzt gleich schon rein ins dritte freie Training. Also wir sind schon fast mit dem Freitag wieder durch. Das geht verdammt schnell momentan, wenn man viel zu quatschen hat. Uah. So. Warte mal, wir gucken gerade noch mal rein. So, dann bauen wir nämlich noch schnell die Strapazierfähigkeit aus auf dem Auto. Und dann geht's rein in Abschnitt. Ein bisschen zu weit. So. In Training Nummer 3. Ah. So. Session Info. Jetzt gehen wir nämlich rein in, auf die Supersoft und versuchen wir da nochmal eine Zeit zu setzen. So, natürlich wollen wir hier nochmal einen ordentlichen
ein ordentliches Ergebnis rausholen, nochmal auch im dritten freien Training. Ich fahre die Qualifying gegen sie nicht, weil wir nach der Saison im Red Bull verlassen werden. Zu Williams gehen werden. So. So, schön jetzt. Ah, wieder ein bisschen Zeit raus. Ja, ja, auch die Supersoft natürlich müssen auch erstmal auf Temperatur kommen, liebe Leute. In Japan schon den Wärmchen wäre natürlich super. Vier Runden vor Ende der Saison. Übrigens, eine Besonderheit hat diese Strecke auch. Das ist die einzige Strecke im Rennkalender, die aussieht wie eine 8. Also nicht zu 1000% aussieht wie eine 8, aber mit so einer Brücke, wo die Strecke untereinander durchgeht. Zeige ich euch jetzt gleich die Stelle, wo es jetzt oben drüber geht. Das sieht man jetzt hier nach dieser Linkskurve. Die Strecke nehme ich jetzt gleich übereinander weg. Und zwar hier, das ist der obere Teil der Brücke. Ich muss jetzt mal kurz links unten auf die Karte achten. Genau, hier ist der Übergang. Hier vor diesem Knick. Und zwar hier. Das ist der... Ich glaube, dieses Riesenrad trägt... Ups. Dieses Riesenrad trägt den Namen Devil Eye, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich meine, also Teufelsauge. Ist halt eine der Attraktionen von Suzuka. So, minimal langsamer müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder. So, oh, Perez hat die Zeit geknackt von unserer. Gut, wir waren auch nicht. Ja, ja, gut, wir haben ja den Fehler auch im Tunnel gehabt, ne? Müssen wir jetzt gerade so anmerken, nämlich hier haben wir den Fehler gehabt, Wechselzeit Sektor 1. Ja, da Alonso Michael Schumacher kassiert beim seinem 2-6er WM-Titel. Also kurz an der Brücke beim Rausschalten. So, da müssen wir nochmal eine Zeit setzen. 1:34,5 ist natürlich keine Zeit, wo wir jetzt stolz drauf sind. Uiuiuiuiui. Ja, sauber war das nicht, definitiv nicht. So, schön ist die... Ah, das ist schön, die Schikane war es definitiv alles andere als schön. 32,1, Bestzeit. Ja, wir können ja jetzt hier schön... Oh, sorry. Wir können hier schon die Reifen verheizen. Da wir einen Regenrennen haben. Also so viel sollte man nicht verheizen, die ist super soft. Aber beim Qualifying ist es ja scheißegal, wie wir jetzt mit welchen Reifen wir uns qualifizieren. Da wir Inters starten werden. Ah, vielleicht ist das so gleiche Aktion wie letztes Jahr, wo ich das nochmal jetzt weg gemacht habe. Mit dem sauberen Malaysia. Je nachdem, wie lange das regnet. Und wenn die dann alle wirklich in die Box gehen, kann das Rennen nochmal komplett zueinander geworfen werden. Und wir könnten theoretisch hier wirklich das gewinnen. Wenn wir nämlich durchfahren mit dem Inters. Voraussetzung, die Inters halten, die Reifen halten. Müssen wir nämlich mal gucken. Diesmal sind wir ein bisschen besser durchgekommen. Jetzt müssen wir die Schikane, die jetzt hinten treffen. Dann wird das nochmal eine Bestzeit werden, also eine neue. Die Bestzeit haben wir nämlich hier schon. Ja, sauber, sauber werden wir durch die Schikane durch. Das wird immer eine gute halbe Sekunde schneller werden. Etwas mehr sogar. Wunderbar, dann haben wir das auch hin geschafft.
practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Viele fahren natürlich nicht diese Passoff-Variante. Wo wird mich der Vergleich mit Kimi Räikkönen? Das ist heute der einzige Vergleich, der wichtig ist. Und wie gesagt, Hauptsache, es sollten Minimum 4 bis 5 Autos zwischen mir und Kimi werden. Also zumindest am Rennen dann irgendwann. Am Sonntag. Am besten kriegt Räikkönen so viele Strafen wie möglich. Da können wir wirklich das Thema Strafen, das Rennen, kann man wirklich hier den WM-Titel schon zumachen. Bei nächste Woche geht's, glaube ich. Ein interessantes Training. Moment. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Kein Richter, dabei. Hamilton und Nico Hülkenberg. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Das würde so reichen. 13 und 16 die Ferrari, aber das wird nicht so bleiben. Ja, wie geht's bis eigentlich? Das ist ja Station Nummer 17 und dann, wie gesagt, wir brauchen Minimum 101 Punkte Vorsprung, um das Ding zu 1000% am Sonntag fix zu machen. Das heißt 16 Punkte mehr als Kimi. Na, schauen wir mal einfach, ob wie weit was wie es aussieht. So. Zack, zack. Zack, Teamziel alles abgeschlossen. So. Genau, Wettervorhersage für Stings. Ja, wie gesagt, für trocken und nass. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018. Dann geht's ins Qualifikationstraining zum Großmeister von Japan. Wir sehen uns also morgen um 14 Uhr wieder, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, heute Abend, 20 Uhr, Livestream, großer... Was haben wir denn für eine Strecke? Ich glaube, China müsste das sein. Freitagsliga. Ja, Auftakt. Gut, dann bis morgen. Ansonsten, wie gesagt, bis heute Abend. Ich weiß es noch nicht. Ciao.